Herzlich willkommen und schönen guten Tag zu eurem Reisemagazin. Wir haben keine Kosten, keine Mühen und keine modischen Exzesse gescheut, um es für euch möglich zu machen, hinter die Kulissen, und zwar ganz früh hinter die Kulissen von AIDA Nova zu gucken. Hier ist das wunderbare Schiff und ihr kommt jetzt mit. Viel Spaß! So, ich bin auf dem Schiff oder in dem Schiff angekommen. Es ist wirklich großartig. Ich bin überwältigt und ich bin sehr froh, dass Entertainment Manager oder hier heißt er ja Head of Entertainment, Tom Arndt, für mich Zeit gefunden hat in so aufregenden Stunden. Es ist bald soweit, ne? Ja, ich bin auch tatsächlich schon ein bisschen aufgeregt, weil bald geht's los und wir haben endlich unsere ersten Gäste an Bord. Theatrium haben wir hier. Du hast die ersten Shows schon gesehen? Ja, natürlich. Man darf hier auch nicht vergessen, wir haben eine 360-Grad-Bühne. Also es gibt Shows, wo die Gäste die Möglichkeit haben, einmal komplett um die Bühne herum zu sitzen. Das gab es noch nie. Es gibt noch ganz, ganz, ganz viele andere Locations an Bord, die wir so noch nie hatten. Zum Beispiel? Zum Beispiel den Mystery Room. Es geht darum, den Heiligen Gral zu finden. Captain Cook spricht zu uns über seine Schriftrolle, die er da unten hat. Und da gibt er ganz, ganz wichtige Hinweise manchmal. Immer dann, wenn man die Schiffsglocke hört, dann weiß man, dass gleich ein Tipp von Captain Cook kommt. Und was gibt's noch? Wir haben, und das gibt es auch nirgends, das kann man genauso sagen, unser Dinner-Entertainment-Restaurant, die Time Machine. Die ist großartig. Überall Bildschirme. Das Ganze läuft von Anfang bis Ende mit einer Fahrstuhlfahrt, die man so schnell nicht vergessen wird. Es gibt Professor Tempus und seine Zeitmaschine und das muss man erleben. Es ist eigentlich ein bisschen so wie eine Reise während der Reise in einem Restaurant, ne? Ja, und dann auch noch durch Zeit und Raum. Ja. Und auch noch durch die 7 Weltmeere. Dann habe ich gesehen, es gibt eine ganz neue Art von Diskothek. The Cube heißt es. The Cube, das ist so ein bisschen ein ganz heißer Club. Das ist eine Lounge-Atmosphäre, das ist eine Club-Atmosphäre, wie man sie vielleicht aus Hamburg kennt oder München oder den großen Städten. Hätte ich gesagt, oder Paris oder London? Sogar international wird es mithalten können, überhaupt kein Problem. Dann war ich im Beachclub oben, da hat die Band gerade gespielt. Ne? Sensationeller Sound und nochmal mehr Platz zum Tanzen, oder? Unfassbar viel Platz sogar und ganz, ganz viele tolle neue Sachen. Wir haben jeden Abend eine Lasershow und jeden Abend ein anderes Motto. Also das wird schon groß. Dann habe ich gesehen Rockbox. Was ist die Rockbox? Die Rockbox ist genau der Platz, wo die Rocker ihren Spaß haben werden. Wir haben eine Liveband da, die Rockmusik spielt. Wir haben eine Jukebox, die Rockmusik spielt. Und es gibt ganz, ganz viel drumherum. Dann für die Familien ist ganz, ganz wichtig natürlich das Four Elements oben mit dem Klettergarten, den es gibt, mit den großartigen Rutschen. Sieht aus wie ein Tropenurwald da oben, oder? Ja, es hat sich so ein bisschen verwandelt und haben auch tolle neue Familienaktionen. So, was noch, was wir vergessen haben, was man unbedingt jetzt schon erzählen sollte? Was könnte man da noch erzählen? Naja, vielleicht von unserem Fernsehstudio. Jetzt gucken wir da mal rein, würde ich sagen. Unbedingt, los geht's. Ja, total spannend. Wir haben eine der ersten Proben hier im Studio X und das auch noch von einem ganz, ganz neuen Format, Keep Your Light On. Kennt noch gar keiner, kann noch keiner gesehen haben, denn eigens entwickelt für AIDA Nova. Keep Your Light On! Wow. Ich saß da oben eben gerade auf dem Rang und habe das gesehen. Ist ein bisschen so eine NASA-Astronautenshow, oder? Um was geht es? Ja, und zwar ist Keep Your Light On eine komplett abgespacede, multimediale Gameshow, die es vorher auch noch nie gab. Und zwar werden zwei Gäste sich einen LED-Anzug anziehen und haben die Paneele, LED-Paneele so aufgeteilt in 6 Sektionen. Und jedes Mal, wenn eine Antwort falsch ist, geht eine Sektion des Körperteils aus. Und das Ziel des Spiels ist es, am Ende sein Licht anzubehalten. Und derjenige, der leider zu viele falsche Antwortmöglichkeiten gegeben hat, fliegt raus. Das heißt, der Gast hat sozusagen das Erlebnis, Fernsehstudio live und ich bin dabei, hat er hier im Studio jeden Tag? Jeden Tag, von morgens bis abends. Wir fangen ja morgens schon mit dem Frühstücksfernsehen an, haben Mittagsmagazin, haben die Fernsehwerkstatt für unsere Kids and Teens, gehen dann in das Nachmittagsprogramm rein, wo wir dann die Primetime haben, die Live-Übertragung aus dem Theatrium und dann die Primetime Viertel nach 8 Show hier im Studio X. Und es ist tatsächlich ein richtiges Fernsehstudio, ne? Wie MMC, wie Studio Hamburg, wie Babelsberg, genau so. Genau, es ist ein richtiges TV-Studio und man darf nicht vergessen, es ist das allererste TV-Studio weltweit auf einem Kreuzfahrtschiff. Das gab es vorher noch nie und wir sind nicht nur ein TV-Studio, sondern wir haben auch noch einen eigenen Sender hier an Bord. Denn wir führen mit der Einführung von dem Studio auch unseren neuen Sender ein, und zwar Primetime One. Ein wirkliches Highlight auf AIDA Nova ist der Millionär, aber diesmal nicht im Theatrium, sondern im Fernsehstudio.
Und wir haben jetzt endlich auch mal einen Lizenzformat von unseren Kleinen eingekauft. 1, 2 oder 3 wird endlich mal Premiere auf einem Kreuzfahrtschiff feiern. Und zwar hier an Bord von der Ida Nova. Wo gibt's das noch auf der Welt? Nirgends. Nur im Studio X. Nur im Studio X. Und jetzt schickt uns die Aura aus der Südsee eine kleine, feine Weihnachtsbotschaft. Viel Spaß. We wish you a Merry Christmas, we wish you a Merry Christmas, we wish you a Merry Christmas and a Happy New Year. Cause I like it that way, yes I like it that way. Stick around cause life can get much sweeter than this. I don't wanna miss a single moment in the sunshine. Ein Uhr nachts im Theatrium. Die Proben fangen gleich an, glaube ich. Die LED läuft. Wie geht's denn so? Es geht fantastisch. Endlich sitzen wir nach anderthalb Jahren Vorbereitung in diesem wunderschönen Theatrium. Ich glaube, die LED-Wand spricht für sich. Die LED-Decke, die LED-Banderolen auf den Balkonen. Es geht uns super. Es sieht unglaublich großartig aus, ehrlich gesagt. Und ich bin so gespannt, was gleich hier passiert. Dürfen wir davon schon was filmen eigentlich? Eigentlich ja noch nicht. Aber wenn ihr schon da seid, dann zeigen wir natürlich fürs Primetime-Magazin schon ein bisschen was von der neuen Show Aida Love. Ich habe an der Show aber etwas ganz besonders lieb, weil es uns gelungen ist, die Gäste so zu integrieren, dass sie zum Teil Überraschungen erleben werden mit Hochzeitspaaren, mit Geburtstagskindern, alleine zu überlegen, dass wir auf diesem Schiff 200 Geburtstagskinder pro Reise haben, das ist wert, eine eigene Show davon zu machen. Was ist anders als an den anderen Schiffen? Als ich zum ersten Mal in dieses Theatrium kam, war ich glücklich über die Raumsituation. Es ist ein Wohnzimmer, also das Wohnzimmer, das uns versprochen wurde, das ist jetzt hier tatsächlich. Die Gäste sitzen sehr nah dran. Wir können also wirklich Shows zusammen mit unseren Gästen feiern. Wir haben diese wahnsinnige LED-Wand in der tollen Auflösung. Wir haben diese Decke, die bespielt wird. Und was man jetzt gerade nicht sieht, aber vielleicht kann die Kamera es trotzdem mal zeigen, da oben ist ein Tunnel, der nach unten fährt und auch der ist komplett mit LED voll. Wer nicht hier ist, versäumt was. Aida Love. Ich stehe hier in der Streetfood Corner auf Aida Nova und ganz ehrlich, für mich die Verlockung des Tages ist da drin die Käsestulle. Ganz wunderbares Vollkornbrot mit einem wunderbaren Käse drauf. Das da hinten sind für mich die Kollegen der Woche. Und für euch kommt jetzt die Verlockung der Woche. Viel Spaß! In Gran Canaria starten wir unsere Reise und fahren als erstes zur Blumeninsel Madeira. Danach nehmen wir Kurs auf Teneriffa. Als nächstes besuchen wir Fuerteventura und Lanzarote. Und wir erreichen den Ausgangspunkt unserer Reise, Gran Canaria. Und das sind für mich die Mitarbeiter der Woche und jetzt kommen für Sie die Bilder der Woche. Tschüss!